Ach ja, ist das schön. Oder auch nicht. Gut, haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen Holz erstmal. Und Gravel Stone haben wir unten im Lager, glaube ich. Dürfte aber nicht mehr allzu viel sein. Aber ich habe schon meine nächste Quelle gefunden. So, 6 Stacks nur noch. Und damit kriege ich das Hotel aber nicht zusammengebaut. Ja, hab ja verstanden. Wir müssen uns mal irgendwann für unser Haus auch ein Dach überlegen. Echt? Ach ja, stimmt. Da war ja was. Mhm. Ich habe nämlich bei der letzten Aufnahmesession mit Doc zu ihm gesagt, das schönste Haus. Hat er gesagt, ja, das ist alles schön, nur eins nicht. Und genau da wollte er rein. Oder musste er rein. Musste er rein? Ins Dach? Ja. Ja, weil da halt ein Dach fehlt. Das ist halt dann nicht schön. Ach so, ja, okay. Unser Haupthaus ist das hässlichste Haus von allen. Und das ist jetzt, finde ich, nicht schön. Ja. Was mich im Moment ein bisschen stört, das ist, dass wir keinen Furniture-Mod haben. Wir müssen doch mal versuchen, den Jemmy wieder reinzukriegen. Der hat wenigstens Badezimmer gehabt. Der ist zwar nicht offiziell auf 164, aber vielleicht funktioniert er ja. Ja, da werden wir mal gucken. Irgendwann, wenn ich Lust habe. Nächstes Jahr. So. Die Leute schauen bei mir gerade zu, wie ich ganz faszinierte Assembling-Maschinen zuguck, wie zwar so komische Parts da fabriziert. Ach man. Oh. Auch mal sein. Und ich bin. Geht voran. Ich gehe mal wieder meiner Lieblingstätigkeit nach. Experimentieren, bauen. Finden, dass es nicht gut aussieht, wieder abreißen, neu bauen. Also das, so, was ich immer gerne mache. Wie kann ich denn Zellen herstellen? Das kann ich doch mal in der Zeit gucken. Ich will wissen, wie ich die herstellen kann und nicht, was ich danach rauskriege. Und Scheiß. Okay, Automatic Canning Machine in der also hier ach muss toll, ich brauche den Circuit Nummer 12. Aber den hast du schon gemacht, ne? Josche? Ja, ne, der 12er doch, ja, der müsste im Regal sein. Okay. Weil dann kann ich nämlich ein paar Dinger machen, dass ich da mal so Cooling Cells machen kann. Ich glaube zumindest, dass das der 12er ist. Ja, es ist der 12er. Naja, wunderbar. So, ich habe ja da ein paar Zinnplatten. Ja, super. Ich muss da vielleicht noch vorher Zinnplatten machen. Toll. Dafür brauchst du aber wieder den Einer. Oder gar keinen. Den Einer brauche ich. Ne, mit gar keinem geht's auch, glaube ich. Ach, echt? Ja. Ich weiß also nicht, was für einen Vorteil der Einer-Chipsatz hat. Ob es dann ein bisschen schneller geht oder ein bisschen Energie spart. Keine Ahnung. Ach, nee. Er hat hingeschrieben, du brauchst ihn noch nicht. Aber wäre besser. Ah, okay. Weil du kennst ihn, ja? Irgendwann brauchst du ihn. Ja. Ich meine, wir haben ihn ja. So ist es ja nicht. Weil er ist ja wenigstens so freundlich und sagt sich, ja, es gibt eine Übergangsfrist. Haltet sie ein oder auch nicht? So, die Frage ist, ob es jetzt wirklich mit dem Marmor hier besser aussieht oder ob ich. So, und die Circuits habe ich zwar, aber die tue ich jetzt mal wegpacken, weil das geht auch ohne. Ich bin dann noch so unschlüssig. So, aber auf jeden Fall könnte ich hier schon mal ein Bäumchen hinsetzen. Wow, ich habe eine ganze Zelle. Eine ganze. Keine halbe, keine Viertel, eine ganze. Mann. Nur die Frage, wie mache ich das? Ah, die Frage habe ich auch gerade. Wo ist Wasser? Ich muss die Zelle füllen. Setzling nicht, nee. So, und ich will euch was zeigen. Also normalerweise, vielleicht geht es jetzt wieder. Oh, jetzt geht's wieder. Cool. Die Zelle kann ich auch mit Wasser füllen. Sehr schön. Usage? Ich brauche jetzt das Rezept. Mhm. Ah, ich brauche Tinplatten. Ach Mann. Sag mal.
Mittlerweile brauche ich nur noch Platten. Ich bin der Platten-WD von Plattenhausen. Weg. Was für Zeit, dass ich mir Türen baue hier. Mache ich jetzt auch mal. Ich habe jetzt zum Glück ein paar Carpenter-Blöcke. Oh. Jetzt weiß ich, für was man ein Circuit braucht. Ich habe jetzt zu viel reingeschmissen. Das so rum oder andersrum? Ist das ein Scheiß? Ich habe jetzt keine Ahnung, was der draus macht. Auf jeden Fall nicht das, was ich brauche. So, so. 10k Kohlenstoff. Sehr schön. Gut, jetzt habe ich den Hammer nicht mit, aber das ist nicht schlimm. Hier lasse ich das jetzt so offen oder warte mal. Mache ich es wie oben eins höher und lasse es offen. Das ist vielleicht nicht so verkehrt. Okay, der braucht gerade überhaupt nicht lange. Ich habe keine Ahnung, was der baut. Ein Schiff? Ein Schiff wäre cool. Wir haben bloß keinen Hafen. Nee, ich meine ein anderes Schiff. Raubschiff. Ein Raubschiff? Raumschiff. Ja. Ja, ein Raubschiff, ja. Ist dann ein Piratenschiff. So. Ich habe doch gerade noch die kleine gehabt, oder bin ich jetzt total... Ich wäre hier blöd. Hilfe! Ich brauche mal ein bisschen Glas. Ich glaube, da hat vorhin jemand Glas gebrannt gehabt. Ah, hier in der, hier bei mir sind noch zwei Stacks. Wieso ist bei dir Glas? Ja, weil Rohrschneider mal ab und zu irgendwas da verteilt und da verteilt. Ja, hier ist auch Glas, das ist gut. Okay. Das sollte lang, aber ich muss zu dir, ich muss mir die Säge holen. Die Schnippelsäge. Die Schnippelsäge. Was ist dann immer überall bei etwas? Eine Dance Tinblade hat jetzt gemacht, okay. Was kann man mit Blade machen? Die brauche ich. Dann brauche ich Dekokram von hier. Was nehmen wir denn? Gelb, dauert, es rot, kann sich nur noch um rot, Jahre handeln. Rot ist gut. Leute. Rot ist Raspberry, okay. Rot ist das, was ich habe. Darum. Raspberry. Nein. Nein. Nö. Na, wo sind sie denn? Sind sie fortgelaufen? Blackberry. Ja, wo haben wir denn die Büsche? Haben wir keine Büsche mehr? Wen haben wir? Büsche. Raspberry Busch, bla 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 Busch. Doch. Bei den Seeds oben sind sie nicht. Da drunter in den Seeds auch nicht. Da nicht. Oder wann im Schrank? Schrank? Im Schrank waren die Setzlinge, glaube ich, die Baumsetzlinge. Da ist ein Blackberry Busch einer drin, aber ja. Sonst ist alles weg. Dann hätte ich gesagt, muss die obere Kante von unseren Büschen draußen abhauen. Ja. Hat einen Vorteil. Die Bäume werden mal wieder. Ja, ich brauche ja nur so drei Stück eigentlich nur. Eins, zwei, drei. Ich habe auch alle drei. Ne, zwei. Wo ist der dritte? Das verwirrte Rumrennen hat wenigstens einen Vorteil. Ich konnte in der Zeit meine Platten machen lassen. So, Raspberries habe ich mal aufgegessen. Dann brauche ich... Was für ein Holz nehmen wir denn? Der sieht doch ganz lustig aus, dieser Palmwood. Nehmen wir den. Dann, soll das mal wegmachen. Ich werde mich schreien, das gleich welche an, dass ich viel zu blöd bin, dass ich den schon längst hab. Ach, den können wir auch im Ganzen lassen. Ist mir auch egal. Nee, können wir nicht im Ganzen lassen. Ach doch, machen wir im Ganzen. Nein, machen wir doch nicht. Ja, nein, doch, weiß nicht. Ja, das ist, schlimm mit mir, ich weiß.
So. Ja, wie gesagt, ich bin heute spiele ich auch total verwirrt Minecraft. Zwei. Da einen, die Säge weg. Was? Wieso geht das nicht? Ach, mit Pendel und Slab geht nicht. Muss ich also nochmal kleiner machen. So, das muss jetzt aber gehen. Geht auch nicht. Ach, doch. Ja, was jetzt? Ja oder nein? Weiß ich auch nicht. So, okay. Nee, es geht offensichtlich so nicht. Und ich merke gerade. Da macht dann Pendel raus. Puffe, Pfaffe. Aber Pendel und Slab müsste doch normalerweise so ein Tribble-Dingsbums werden, oder? Na, ist egal. Dann machen wir halt das aus dem Slab. So, müssen wir noch einmal so halbieren. Gut, dann brauche ich die Erde. Ich brauche ein bisschen Bone Meal. Ups. Da sollte es langen, wenn ich mal eben einen Knochen durchjage. Advanced Circuit. Habe ich den jetzt wieder? Nein, ich habe nicht falsch geschrieben. Den haue ich mal hier in den Pulverizer. So, ich brauche davon zwei. Davon einen. Okay, ich hätte zwei. Dann baue ich noch mal eine. Das heißt, ach, ich brauche noch mal Elektroplatten. Ach, Mann. So. Ach ja, das wisst ihr noch gar nicht. 10 Bogen werden daraus. Ich habe die Spawnrate von Silber nach oben gesetzt. Kriegen wir aber erst mit, wenn wir in der nächsten Welt sind. In der nächsten Mistcraft-Welt. Ja. Oder in eurer letzten, ein bisschen weiter außerhalb. Ja, genau. Du kannst da gern hinlecken, erzähl ich nicht. Toll, jetzt habe ich eine Erztür. Ah, ist mir jetzt auch erstmal egal. So. Rohrschneider? Ja? Könntest du mal zwei Link-Panels machen? 8 Seiten vorbereiten, 2 Leder. Also alles, was wir brauchen. Mal erstellen. Mit Linking Book, dass wir wieder zurückkommen. Wollt ihr wieder schon wieder verreisen? Ja, wie gesagt, dann können wir ja wieder mal ein Abenteuer. Wo sind wir denn insgesamt? 2, 3, 11. 11 wird das noch. Sehr schön. Elektrum haben wir jetzt auch. Nehmen wir den mal. Das heißt, wir haben 2 Circuits und Flip. Und wieder ein Circuit. So. Dann setzen wir da jetzt erstmal die Erde drauf. So, und dann hier die Büsche. Und zwar einen. Den zweiten kann ich jetzt nicht draufsetzen, weil der erst groß sein muss. Das heißt, dann nehme ich das Bone Meal. Mach mir den groß. So. Dann kann ich den zweiten draufsetzen. Bone Meal. Mach mir den auch groß. Und dann setze ich mir noch den dritten drauf. Oder auch nicht. Ach. Nein! Nein! Ach Mann! Warte, war das nur einer? Ach, so. Das war nur einer. Kurz den an. Kann ich meinetwegen auch klein lassen. Wenn ich jetzt Bumil drauf haue, dann müssten rein theoretisch auch schon die ersten Früchte. Ne, geht nicht. Na, egal. So. Ich bin jetzt total zufrieden, dass ich in 60 Minuten das nicht schaffe, die Maschine hinzukriegen. So, so sieht das natürlich jetzt blöd aus. Das heißt, der braucht einen Stamm, unser Bäumchen. Und dafür nehmen wir jetzt hier diesen Palmwood-Dings. Zack. Klatschen den da drunter und schon hat unser Bäumchen einen Stamm. Haben wir hier quasi ein Standbäumchen. Ein Standbäumchen? Ein Standbäumchen, ja. Kein Fliegbäumchen, ein Standbäumchen. Ein Standbäumchen. Okay. Ein Indoor-Bäumchen. So, und wenn der reif wird mit der Zeit, haben wir dann unsere roten Früchtchen dran hier, unsere Raspberries. Und dann haben wir nochmal einen zusätzlichen Axon. Aha. So. Man könnte auch Akzent sagen, aber das wäre ja albern. Weißt du, was mir gerade einfällt? Nein. Wenn ich schon so ein komisches Ding machen will,
Sollte ich vielleicht auch noch Stahlplatten durchmachen? So, jetzt brauche ich ein bisschen Glas. Und eine Eisensäge. So, jetzt habe ich 3. Das heißt, wenn der durch ist, habe ich 4. Sehr schön. Ja, dann wird halt... So. Das Glas werde ich natürlich dann hier hinsetzen. Was heißt natürlich? So, das wird hier so meine Eingangsfensterfront. Hier raus mache ich dann noch, wenn ich den Hammer mitgenommen hätte, was ich natürlich nicht gemacht habe, noch eine Glastür. Oder ich kann gerne L rein auch raus machen. Aber da muss ich die Tür mal abbauen. Sehr schön. In der Zeit macht er das. So. Muss ich mal gucken, wie das aussieht. Kann ich jetzt gleich das da wieder machen. Mit den Panels geht's nicht, da muss ich richtiges Glas nehmen. Wenigstens ist er mit den Platten schnell. Wenigstens einen Vorteil hat's. So. Muss ich aber trotzdem noch umschisseln, ansonsten sieht das doch recht blöd aus. Weiß noch nicht, bin noch nicht so überzeugt. Und wie gesagt, Leute, wenn ihr denkt, was macht denn der da? Schaut gerne bei seinem Kanal vorbei. Dann seht ihr auch, wie er das Hotel bastelt. Ja. Und nicht nur Hörspiel, auch Ja, Hörspiel hatten meine Leute vor allem, weil sie dich gerade eben immer die ganze Zeit gehört. Oh, dieser Regen, der nervt. Ich stelle mich mal unter. Da hört ja auch nicht von auf. Nee. Als du natürlich hier deine Maschinchen gebastelt hast, da war natürlich Hörspiel hoch 3. Ja, könntest du ja auch gern gucken. Dann natürlich bei dir. Bei mir macht's dann keinen Sinn. Nein. So, 4, 4, 4. Hast du eigentlich deinen Timer angemacht? Ja, ja. Gut. Jetzt brauchst du nämlich auch einen Edge. Richtig. Nee, den darum zähle ich ja ein. Das Einzählen heißt für mich Timer anmachen. Ja. Das ist so eine Krankheit, was ich mir mit DX-Story angewöhnt habe. Und falls ihr euch gerade fragt, mit was nehme ich auf? Mit DX-Story. Ja, ich so. Seit heute auch, wenn also dieses Audio- und Bildmaterial der letzten 2-3 Folgen nichts geworden ist, dann liegt das daran, dass ich mit DxTory halt noch nicht zurechtkomme. So. Wenn es was geworden ist, dann habe ich es auf Anhieb hinbekommen. Juhu. Oh. Ah, natürlich ist die falsche Scheibe kaputt gegangen. Es wäre ja auch ein Wunder, wenn nicht. Ah. So. Und falls ihr euch jetzt, wie gesagt, fragt, was man diese Sack jetzt braucht, wenn man nämlich die Sachen reinschmeißt, 8 Stück zum Beispiel, und hat einen richtigen Circuit drin, dann macht er auch trotzdem 8 Platten. Wenn man sie nicht drin hat, dann macht er was anderes. So, ja, jetzt muss ich immer noch warten, bis meine... Ah, es sind 2 fertig. Juhu, Freude. Und ich habe mir da zum dritten Mal mein Reinforced Machine Casing gemacht. Ja, wunderbar. Ich habe hier gerade eine Scheibe gelegt. Habe ich auch noch nicht gehabt. Und ich weiß auch, warum das passiert ist, weil ich nämlich hier unten Carpenter-Blöcke drin habe. Sonst hätte ich ja hier diese Verblendung nicht drauf machen können. Somit hat er die Glasscheibe jetzt oben drauf gelegt. Sieht lustig aus. So, ja. Zum Reisen ist alles fertig. Das wird dann das letzte sein, was wir in der Aufnahme machen. Muss ich dann später herausholen, wenn ich einen Hammer habe, weil es keine Lust, den Carpenter-Block neu zu setzen. Haben wir nicht irgendwo hier so einen komischen Brunnen gehabt? Ne, der ist draußen. Okay. Hallo, große Würfel. So, 1, 2. Sehr schön. So. Schön. Also wir haben zwar dann viel geschafft, wenn ich das fertig kriege.
aber es kann halt noch dauern. So, das heißt, wir. Oder habt ihr nichts dagegen? Wer hat wo was gegen? Ja, dass wir länger brauchen. Wofür? Ja, für alles. Für alles? Ich baue halt, solange meine Leute kein Problem haben, dass ich hier baue und die das alles mitkriegen. So, dann haben sie ja alle die Möglichkeit, Kommentare zu schreiben. Genau. So, dann habe ich ein Overclocker-Upgrade. Und dieses Overclocker-Upgrade, ja, wo habe ich das jetzt rein? Das ist eine gute Frage. Ich hexe den Ohrwascher. So. Ja, alles andere ist dumm. Weil da kann ich es wieder rausnehmen. So. Jetzt braucht er noch mehr Strom. Freude. So, und wir sind jetzt hier fast durch. Und das heißt, ich kann jetzt nach unten gehen und das Case rollen. So, ich habe gerade kein Glas mehr. Also setze ich mir erstmal wieder die Erde da rein. Oh. Ja, der TS macht mal wieder Sperenzchen und somit der Server auch. Wenn wir Pech haben, ist die Folge gleich zu Ende. Und zwar in diesem Moment.